Spaß. Spaß. Ich bin Mad Chameleon. So, wer wird denn jetzt früh sterben? Ui. Jeff und Franz. Ich laufe alleine rum. Keiner hat eine Ahnung. Bin hier komplett gut versteckt. Guckt euch das an. Julie ist nach oben gelaufen, Ter ist nach links. Komplett unsichtbar. Julie ist aber kurz stehen geblieben an mir. Okay, zwei Sachen. Erstens, Jeff, du bist ein Eumel, warum gibst du mir Handschellen? Zweitens, Vivi ist schon wieder tot. Lass sie mal leben. Cool. Vivi liegt auf Medbay. Flash, du bist als letztes bei Lightout aber weggegangen vom Launchpad. Hast du was gesehen? Nein. Schade. Dachte ich mir aber. Das ist nicht Nein, ja. So. Bin mit Terst und Julie hochgelaufen zum Lightfix. In der Tat. Ja. Dann müsste Vivi aber schon sehr lang am Medbay oder im Ding liegen. Weil da aber das war ein schneller Winkel von dir, Franz. Was war das bitte? Wo ich dich alleine gelassen habe auf dem Launchpad. Bist du bestimmt schnell rübergewendet und wieder zurückgekommen. Ja, genau. Mit Handschellen. Richtig. Also Jeff hat den Kill nicht gemacht, der war die ganze Zeit mit mir auf dem Launchpad. Aber ist auch Deputy von daher. Wir waren ein Haufen Chris Leute. Chris und Juli sind auch raus. In Dingens oben, Labor. Ja, aber Malöris kam als letztes rein, ne? So. Okay. Oh, aber wir waren die Ersten, die reingelaufen sind, oder? Ja, Kajoken, Sternchen, ich und Jules. Also die vier waren oben, bis Malöris reinkam. Ja, genau. Und ich bin vor 5 Sekunden rausgelaufen. Also ich bin gerade die untere Dekontür raus. Das heißt, von uns Vieren sollte es eigentlich keiner sein. Also du hast gesagt, es sind Medbay, ne? Yes, direkt auf dem Medbay. Ja, aber der Kill ist schon alt. Ja, ewig alt. Das ist das Erste, wo sie hingelaufen ist. Sie hat Knoblauch vorne hingelegt und dann ist sie zum Medbay. Und wenn er schon ewig alt ist, dann ist das auf jeden Fall von denen, die in der Reaktor waren, direkt draufgelaufen sind, kann es auf jeden Fall keiner sein. Ich weiß nur nicht, ob wir zu dritt oder zu viert waren. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Ich habe Jules nicht mehr in Erinnerung, aber ich bin gesagt, doch, war oben in Labor. Ja, aber bist du mit uns zusammen hoch? Oh, nein, ich bin vorgelaufen. Ihr seid nachgekommen. Das ist für die Handschellen. Da war ja Licht aus. Willst du nicht mehr? Okay. Bitte nicht. Wie wir wissen, wissen wir noch nix. Sehr gut. Überall könnten Kills fallen, aber ich werde mich jetzt mal auf den Balkon zecken, glaube ich. Licht eher aus. Und hier stehe ich jetzt. Und Franz hat's gesehen, ne? Fragt sich nur, warum. Jetzt ist die Tür halt ja auch die ganze Zeit offen. Jetzt ist mega lustig. Also Franz weiß, dass ich hier stehe. Der könnte mich locker umbringen. Jeff hat mein Schild. Franz und Stuggi sind gerade weggelaufen. Malöris ist kurz an mir stehen geblieben. Auch er hat anscheinend die Möglichkeit zu sehen, ob da jemand steht. Fragt er sich gerade, ob die Tür kaputt ist? Ich weiß nicht, ob er verwirrt ist und einfach nicht rafft, dass die Tür... Ich glaube, Malöre ist komplett verwirrt. Geil.
Oh nein, hat er geschossen. Ja, ich glaube, er hat geschossen. Junge, Malöres, warum? Jules liegt in Lab vor, direkt links neben dem Vent. Junge, Malöres. Was denn? Hat sie in mir erschossen. Oh, an wem? An mir, Christian. Jeff, kannst du das bestätigen? Christian. Ist der Sheriff raus? Jeff? Ist nicht raus. Ah, oh, Flask. Was, ja, dann war er Thief, aber er ist auf jeden Fall an mir geplatzt. Und das nicht einfach nur, der stand 5 Minuten lang neben mir und hat, irgendwann ist er geplatzt. Also, der hat irgendwann sich entschieden zu schießen, 100 pro. Malöres. Oder wer? Ja. Ja. Der war Thief oder Sheriff. 1000%. Oder Vlesk hat geschossen. Nein. Hat jemand Christian? Also er kann, wenn nur Thief sein. Malöres. Oder du warst gewarlockt. Oder wissen wir die Rollen beide Rollen schon? Ich glaube, wir wissen keine einzige, ne? Nee. Okay. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich Warlock war, weil der ist die ganze Zeit neben mir gewesen. Sprich, der Warlock hätte einfach übel lange warten müssen, bis er auf Killbutton drückt. Und das ist mir so unwahrscheinlich. Was ist das letzte Runde, dass man denkt, dass man vielleicht auf dich schießen könnte als Thief? Überhaupt nicht. Nee, eigentlich nicht, nee. Okay. Lieber noch, wer mit dir oben, bevor ich hochkam? Nee, nur wir beide. Sternchen und ich haben gefixt. Den Reaktor. Hast du einen Ventkill gemacht? Und bist dann wieder zur Decon runter? Oder nicht? Ja, hast du letzte Runde mich nicht schon gefrontet? Nö. Ach, das war die Runde, das Match davor, ne? Das war die Runde davor, als du Killer warst. Nee, ich wurde sogar rausgenommen von Vlesk, letzte Runde, stimmt, ja. Ich war rechte Seite und dann bin ich rübergelaufen. Mit wem war das denn? Ja, euch habe ich gesehen in der Decon. Und irgendwen habe ich auch noch am Table gesehen. War das Jolie? Ich weiß es nicht mehr. War das Jolie? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht mehr genau. Na, das nicht. Schade, Schokolade. Da freuen wir uns. Ja. Oh, Imposter voten mich. Ich bin safe. Au. Oh. Budu. Hallo, Humora. Ha, und ich bin weg. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. So, Kaioken läuft an mir vorbei. Auch Kaioken ist kurz verwirrt. Licht geht aus. Da läuft jemand die ganze Zeit an die rechte Tür. Frag mich, wer das ist. Ups. Ey, das bin ich, ne? Weil ich da stehe. Oder? Junge, wie schlecht. Ja, aber ich sehe halt trotzdem relativ wenig, ne? Und Jeff wird halt nie auch nur angeklickt. Oh. Sternchen kommt gerade vom Y hoch, links. Ja, aber ich bin mit denen aus der Decon gekommen. Ja, ich hab das Light gefixt. Sternchen ist nach oben, ich nach unten und da lag die Leiche. Okay. Kaioken raus. Was ist da los? Hat Kaioken was gesagt? Hat die gerade gesagt, dass sie Light gefixt hat? Ja, sie hat gesagt, sie hat Light gefixt. Das war wahrscheinlich Angie und der Imposter hat gesehen, dass keiner da war, oder? Aber das ist doch ganz cool, weil Julie und Sternchen und ich waren nicht beim Licht. Also wir wüssten nicht, dass Kaioken nicht da war. Ja, das stimmt. Jeff ist raus? Also, jetzt schießt er wieder gegen mich, ne? Nee, jetzt bin ich. Nee, Terce, easy.
Weil Flesk wurde doch vom potenziell Thief, aber sicher nicht Sheriff, erschossen. Oder ist es so verzögert und der Sheriff ist jetzt raus, Jeff? Nee, es ist nicht. Man wird sofort promoted. Wird man, ja. Wissen wir, wie alt die Leiche ist? Stucki ist keine 10 Sekunden alt. Was? Der ist aus Deacon. Lass mich gerade überlegen. Genau, Julie kam aus Deacon. Ja, mit Sternchen. Es weiß keiner, wie alt er ist, oder? Es war auf jeden Fall während Light aus, ist er gestorben. Also ihr könnt, du kannst Sternchen rausnehmen, Julie. Ja, genau. Ja, wir waren da oben, wir waren bei Reactor praktisch. Genau. Sind da gerade rausgekommen und ich bin hoch und sie ist runter. Genau. Also? Na, du nicht. Du bist Crewmate. Aber haben wir jetzt schon einen raus? Nee. Hey! Zwei Imposter haben mich gewotet. So. Jetzt ertappe ich den Imposter. Pass mal auf. Jetzt mache ich Comedian Play. Ist hier sogar der Vent zu, ne? Steht jetzt ein Deacon. Und niemand kann jetzt ein Deacon raus. Ein Deacon rein. Jeder, der aus Deacon rauskommt, hat gewendet, automatisch. Geht gar nicht anders. Ich bin ja auch gerade alleine. Dum 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 dum. War so ein bisschen langweilig hier. Ich warte noch kurz bis nach Lights, weil da kann jetzt gekillt werden und jemand wendet rein, läuft wieder raus. Und dann guck ich mal hier kurz oben rein. Hier scheint niemand zu sein. Ja, okay, das war eine Niete. Kann ich sagen. Das war eine Niete. Franz ist gerade nach links gelaufen, da wo sonst niemand hingelaufen ist. Aber ansonsten ist niemand hier. Terce läuft nach unten rechts, Cafeteria. Interesting. Jeff nach links. Und Julie nach links. Franz, Jeff und Julie. Und Sternchen. Oh, und nochmal. Mann, jetzt bist du gerade gerafft. Die Sau. Kam nochmal Sternchen einfach angelaufen. Und dann sieht er mich sogar noch. Im Chameleon. Sorry. Terce, du Sau. Terce, I'm so sorry. Ja, ich hab mich in dir wieder zurückverwandelt, ne? Ey, das ist so unlucky gewesen. So verwirrt. Holy shit. Ich wollte halt Flesk nochmal cursen. Und wollte es nicht so auffällig machen, bin deswegen aus Cafeteria weg und aber in der Y-Kreuzung stehen geblieben, habe gewartet, dass er kommt. Aber er ist nicht gekommen, deswegen bin ich runter, habe ihn gesucht. Und da war kein Flesk, jetzt so im Nachhinein, du standest wahrscheinlich irgendwo als Chameleon. Ja, er stand aber ich habe halt fucking über Balkontür und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum die eine Tür offen und die andere zu ist. Ich bin die ganze Zeit hin und her gerannt, wollte die andere triggern, das hat nicht funktioniert. Zum ersten nach einer Stunde um mich rumlaufen bist du gestorben, deswegen dachte ich, du hast geschossen. So. Ich bin halt auf den Vent drauf und da ist kurzes Curse aufgeleuchtet, deswegen dachte ich mir, du musst Jekyll sein und in dem Vent hocken.
Weil du dann nirgendwo so Ding. Ja, nee, ich stand Chamäleon in der Tür, deswegen ging die halt nicht zu. Ich stand quasi auf der Türschwelle drauf. Oh Mann. Ja, ich schon gemerkt, als du vorbeigelaufen bist, dass dein Gehirn einfach kurz explodiert ist. So. Ja, absolut. Aber bei Malheurus war es nicht anders. Der ist einfach 5000 Mal um diese Tür rumgelaufen, was also komplett los. Ich wollte sie unbedingt triggern, aber es hat einfach nicht funktioniert.